aber es macht mich unheimlich froh, dass wir diesen historischen Moment für den ersten FC Nürnberg tatsächlich in einer solchen Vielfalt genießen können. Es ist nämlich einzigartig, der erste FC Nürnberg verlegt seinen ersten Stolperstein. Es ist mir eine große Ehre, dass ich neben dem Oberbürgermeister und den Stadträtinnen und Stadträten auch unsere Meisterspiele begrüßen darf, die ich hier sehe. Herzlich willkommen. Ihr habt viel Vergangenheit mitzuteilen und mitgebracht. Jenő Konrad war ein Star-Trainer. Er war der Jürgen Klopp seiner Zeit. Und er musste diese, unsere Stadt, verlassen, weil er floh vor blankem Hass und Terror. Spätestens seit dieser Zeit sind wir als erster FC Nürnberg Angesicht in Angesicht mit einem Ort des Verbrechens, ein Ort, der uns jeden Tag daran erinnert, was zu dieser Zeit Schreckliches geschehen ist. Aber heute ist es dennoch ein spezieller Tag. Wir ernten die Früchte eines gemeinsam gepflanzten Baumes. Als wir vor circa 5 Jahren den Jenő Konrad Cup gemeinsam konzipiert und gestaltet haben, konnte noch niemand vorstellen, dass wir uns heute hier zu diesem Anlass treffen werden. Leider ist das Projekt aus einer alltäglichen Erfahrung der Diskriminierung unter Jugendlichen in einem Nürnberger Sportverein entstanden und für uns war es sofort klar, dass wir hier Präventionsarbeit leisten müssen und die integrative Kraft des Sports einsetzen, um dem entgegenzutreten. Inspiriert von der Choreografie der Ultras Nürnberg und der Biografie von Jenő Konrad haben wir Bildung und Sport miteinander verbunden und haben so zusammen mit dem 1. FC Nürnberg geschafft, unsere einmalige Kooperation mit Leben zu führen. Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder des 1. FC Nürnbergs, liebe Stadträte, heute auch eine große Anzahl gekommen. Ich glaube, auch das zeigt, dass wir hinter unserer Erinnerungskultur stehen, dass wir einen großen Wert darauf legen. Und es tut uns gut. Und so sieht man, dass dieser Verein, den wir in Nürnberg haben, was Einzigartiges ist. Hier wird nie einer vergessen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die auch hinter den Stolpersteinen stehen muss. Und das danke ich nochmal ganz herzlich, Herr Gunter Demnig, dass Sie das mitbegleiten, dass Sie als sozusagen auch als Künstler auch immer selber kommen und die Stolpersteine verlegen. Ja, meine Damen und Herren, es ist Jenő Konrad zu verdanken, dass der Club ja schon damals eine Einzigartigkeit gehabt hat. Und das Grausame, was ihm passiert ist, dass er das gesehen hat, welche Schreckensherrschaft über Deutschland kommt, die Strömungen, die wir in Nürnberg ganz frühzeitig schon erkennen mussten, hat er erkannt und hat frühzeitig den Weg in eine andere Richtung gegangen. Und auch deshalb danke ich nochmal ganz herzlich auch Gunter Demnig, dass er eine Ausnahme macht. Meine Damen und Herren, normalerweise werden Stolpersteine verlegt, die für die Menschen, die ab 33 deportiert, verfolgt, umgekommen sind. Und hier ist ja so, dass er erkannt hat, unser damaliger Clubtrainer, es geht in die falsche Richtung. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir auch ihm heute diesen auch an dieser Stelle, auch wenn er eigentlich nie hier gespielt hat, sondern im alten Stadion, in Zabo. Aber ich glaube, das ist unser Stadion jetzt hier und deshalb passt auch dieser Ort absolut richtig. Und ich finde auch richtig, was er damals gesagt hat. Seine letzten Worte waren, der Club war der Erste und muss der Erste wieder werden. Als im November 2012 die ganze Nordkurve umspannende Choreografie Jenő Konrad gedachte, wussten jede Wette 50.000 im Stadion nicht, wer Jenő Konrad war. Das ist heute Gott sei Dank ein bisschen anders. Trotzdem werde ich jetzt noch mal kurz das Leben von Jenő Konrad widerspiegeln, damit wir wissen, wer hier in Nürnberg jetzt ab heute 2 Stolpersteine bekommen hat. Wer war Jenő Konrad? Eugen, genannt Jenő Konrad, wurde am 13. August 1894 in Nemet Palanka, das ist eine Kleinstadt an der Donau im ungarisch-serbischen Grenzgebiet, geboren. Er wuchs mit 2 Brüdern und 2 Schwestern auf und die Konrads waren sogenannte Landjuden. Jenő Konrads Vater war Schuster und wie viele Landjuden machten sich die Familien dann Anfang des 20. Jahrhunderts auf in die Großstädte, in diesem Fall nach Budapest.
Schon als Kind hatte Jönne Konrad nur eines im Sinn, Fußball. Zusammen mit seinem 2 Jahre jüngeren Bruder Kallmann spielte er jede freie Minute auf der Straße Fußball und die beiden hatten wirklich Talent, denn wenig später gingen sie als die Konrad-Zwillinge in die Geschichte des österreichischen und ungarischen Fußballs ein. Schon mit 17 Jahren debütierte Jönne in der ersten Mannschaft des MTK Budapest. Das war das damalige Dreamteam des europäischen Fußballs, also die Mannschaft Nummer 1 in ganz Europa. Er wurde 2-mal mit MTK Budapest Meister und mit 21 debütierte er in der Nationalmannschaft. Er war ein ausgewiesener Techniker, spielte halbrechts oder auch als Mittelläufer und war damit zentraler Ballverteiler, heute würde man sagen der Taktgeber des Spiels. Dann kam der Erste Weltkrieg. In seinen besten Jahren als Fußballer verbrachte Jönne Konrad 22 Monate in russischer Kriegsgefangenschaft und als er wieder freikam, ging er mit seinem Bruder Kallmann nach Österreich. Warum? Weil es in Österreich damals schon Profifußball gab und man konnte mit Fußball schon richtig Geld verdienen. Er spielte für Austria und Vienna Wien, wurde einmal Meister und holte 2-mal den Pokal. Wegen eines schweren Meniskusschadens 1925 musste er seine aktive Karriere beenden und er wurde ein erfolgreicher Trainer in Österreich und Ungarn. Und genau so einen erfolgreichen Trainer suchte der erste FCN 1930. Warum? Der Club war in den goldenen 20er Jahren 5-mal deutscher Meister, war damit die Nummer 1 in Deutschland. Aber die Mannschaft kam langsam in die Jahre, wurde langsamer, wurde ein bisschen dicker und verloren etliche Spiele und schieden in der Runde im Rennen um die deutsche Meisterschaft frühzeitig aus. Für den Clubvorstand war klar, ein Trainer müsse her, der junge Talente in die Mannschaft einbauen sollte. Und die Wahl fiel nach langen Diskussionen auf den berühmten Fußballer Jönne Konrad. Der hatte schnell Erfolg bis 2 knappe Niederlagen gegen den späteren Meister Bayern München, den Stürmer, die Hetzzeitschrift Stürmer, auf den Plan rief. Der erste Fußballclub Nürnberg geht am Juden zugrunde, lautete die Überschrift des Hetzartikels gegen den jüdischen Trainer. Dass Konrad jüdischen Glaubens war, spielte bis dahin weder in Ungarn noch in Österreich noch in Deutschland irgendeine Rolle. Es war nur von Interesse, dass er ein guter Fußballer und ein erfolgreicher Trainer war. In Nürnberg wurde er dann aber als Jude zur Zielscheibe. Zitat, ein Jude ist ja auch als wahrer Sportsmann nicht denkbar, zeichnete der Stürmer zum x-ten Mal das Bild des körperlich degenerierten Juden und forderte den ersten FCN unmissverständlich auf, Zitat, Club, besinn dich, gib deinem Trainer eine Fahrkarte nach Jerusalem, werde wieder deutsch, dann wirst du wieder gesund. Jönne Konrad überlebte nicht lange, er sah genau, was sich in Deutschland zusammenbraute und wohin die Reise gehen würde. Über Nacht packte er seine Koffer und verließ mit Frau Grede und Tochter Evelyn die Stadt und fuhr nach Wien. Für mich waren die 2 Jahre beim Club keine kleine Episode, die man im Zuge zwischen Nürnberg und Wien vergisst, sondern ein Erlebnis, das mit mir weiterlebt, wenn ich schon lange, lange anderswo lebe, schrieb er dem FCN-Vorstand und hinterließ eine Autogrammkarte mit der Aufschrift, die wir vorhin schon gehört haben, der Club war der Erste und muss der Erste werden. Der erste FC Nürnberg verabschiedete den erfolgreichen Trainer mit Bedauern und für Jönne Konrad begann eine wahre Odyssee quer durch Europa, bevor er sich und seine Familie im Mai 1940 von Lissabon aus mit der Überfahrt auf einem kleinen Frachtschiff nach New York in Sicherheit bringen konnte. Das Jahr gehen Bernd und ich in die Schulen im Rahmen des Jönne Konrad Cups und erzählen die Biografie von Jönne Konrad. Und mein Auftrag ist es immer zu erzählen, was aus dieser wundervollen Aufarbeitung dieser Geschichte geworden ist. Und ja, bis 1996, wir haben das gehört, und ohne Bernd wäre auch, wüssten wir wahrscheinlich nicht, wer Jönne Konrad war und wir würden wahrscheinlich hier heute nicht stehen. Bernd hat 1996 in dem Buch Der Club unter dem Hakenkreuz, in dem Aufsatz Jönne Konrad, Flucht eines Trainers, erstmals über unseren ehemaligen jüdischen Trainer berichtet. Wie ging es dann weiter im Jahr 2000? Der Club feierte 100-jährigen Geburtstag. Und in seiner Festschrift war genau die Geschichte von Jönne Konrad Thema. Alles andere als selbstverständlich zur damaligen Zeit. Denn wie Sie wissen, viele Jahrzehnte dauerte es, dass Institutionen, egal aus welchem Bereich, ob Justiz, Politik, Medien, Wirtschaft, sich sehr, sehr schwer getan haben, die Vergangenheit in der NS-Zeit aufzuarbeiten. Und tatsächlich war der Club einer der ersten Fußballvereine in Deutschland, der seine Geschichte zwischen 1933 und 1945 aufgearbeitet hatte. Sie wissen, der DFB tat das erst Mitte der 2000er Jahre.
Der Kicker hat im April 2022 die Geschichte in der NS-Zeit vorgestellt anhand einer Studie. Es gibt wenig, an das ich mich noch erinnere, aber den Abschied weiß ich noch genau. Am Bahnhof stand der Clubvorstand mit Rosen für Mutti. Die wollten nicht, dass wir gehen. Sie waren sehr anständig und haben sich immer vornehm benommen. Mein Vati hat immer betont, dass er nach dem Hetzartikel nicht davongelaufen ist. Ich bin nicht davongelaufen, ich bin weggegangen, hat er immer gesagt. Im August 1932 hatte er genau gesehen und gespürt, wie sich die Dinge ein paar Monate später in Deutschland würden entwickeln werden. Dieses feine Gespür für aufkeimenden und wachsenden Antisemitismus hatte ihm und letztlich auch mir und meiner Mutti das Leben gerettet. Ich möchte den heute Anwesenden sein Lebensmotto mit auf den Weg geben. Immer freudig in die Zukunft schauen und ohne Angst und ohne Furcht leben. Mein Vati war stets total positiv. Er hatte immer Pläne für die Zukunft gemacht und diese Pläne auch durchgeführt. Das ist es, was ich von ihm geerbt habe. Talent habe ich keines, aber diese Lebensanschauung. Ich bin unerhört dankbar für das, was hier vom 1. FC Nürnberg für die Menschenrechte gemacht wurde und weiter gemacht wird. Machen Sie weiter so, damit sich so etwas wie mit meinem Vati nicht wiederholen wird. Evelyn Konrad. Wer solche Kreise zieht, wie ich jetzt hier sehe, ist ein tolles Bild, damit hätten wir natürlich nie gerechnet. Also es war ursprünglich die Ausgangssituation, Jenő Konrad hat ja bestimmt irgendwo in Nürnberg einen Stolperstein. Wir haben den Stolperstein gesucht. Leon, kannst du dich noch erinnern? Ja, ich weiß noch so ungefähr, wie wir danach gesucht haben. Wir haben auch in Wikipedia nachgeschaut, aber haben nichts gefunden. Wir waren auch hier am Stadion, weißt du das noch? Habt ihr hier einen Stein gefunden? Ja. Nein, hatten wir nicht. Jetzt finden wir einen. Die Geschichte ist eben daraus entstanden, dass er keinen Stein hat. Dann haben wir beschlossen, wir machen einfach selber einen. Es gestaltete sich einigermaßen schwierig, weil ja die Bedingungen an unserer Schule nicht unbedingt so sind, dass wir jetzt mal ganz schnell einen Stein machen. Wir haben uns Hilfe geholt von einem Steinmetz. Unser ganzes Team, Jochen Schmidt, Sebastian Lauerbach und Max Reuss, Dreamteam für diese Steinverlegung, haben da kräftig mitgeholfen. Jochen, wir waren beim Steinmetz in Langenzenn. Genau, da sind wir hingefahren, haben wir das angeschaut, dass auch der Spruch so passt. Da gab es dann noch eine kleine Veränderung und dann haben wir den mitgenommen. Genau, der war ziemlich schwer. Der Steinmetz hat den graviert und die Kinder haben in der Schule die Buchstaben dazu ausgemalt. Vorher wurden Inschriften entworfen auch. Es gibt in den bayerischen Schulbüchern auch eine Doppelseite zum Thema Stolpersteine und auch zum Herrn Demnig. Ja, wie ging es weiter? Max, weißt du es noch? Es war so viel. Ja, wir haben zwischenzeitlich auch mal die Stolpersteine geputzt. Das war auch eine Idee, die eigentlich aus dem Schulbuch kam. Das haben dann die Schüler auch übernommen und sind rausgegangen und haben mit Salz, Zitronen und Mineralwasser diese Stolpersteine alle blitzblank geputzt. Und eigentlich ist daran da auch nochmal so die Idee gekommen, jetzt haben wir so viele Stolpersteine geputzt, aber für diesen Herrn Jenő Konrad gibt es einfach keinen. Der Hintergrund des Projektes, der Aktion, ist kein Grund zur Freude. Ich kann trotzdem sagen, auch im Namen meines Teams, wir sind inzwischen 11 Leute geworden. Ganz am Anfang habe ich das alleine gemacht. Wir freuen uns über jeden einzelnen Stein, der dazukommt. Jeden Ort, der dazukommt, jede Stadt, jede Kommune, jedes Land natürlich. Und das Projekt hat jetzt eigentlich eine Dimension angenommen, von der ich geträumt habe, aber es nie erwartet habe. Wir sind bei über 92.000 Steinen in 29 Ländern in Europa. Also die Grundidee, überall dort, wo die deutsche Wehrmacht, die SS, die Gestapo ihr Unwesen getrieben haben,
dass dort symbolisch Stolpersteine auftauchen. Die Millionen werden das nie werden, das ist klar. Und für mich, muss ich zugeben, als Künstler, war es auch immer ein konzeptuelles Kunstwerk. Ich habe niemals daran gedacht, das zu machen. Aber das war dann ein Pfarrer in Köln, der gesagt hat, naja Gunther, Millionen wirst du nie schaffen, aber man kann klein anfangen. Und es geht jetzt ungebremst weiter und dafür muss ich den Organisatoren vor Ort danken. Denn als Künstler eine Idee haben, da ist noch einer, dem ich danken muss, als Künstler eine Idee haben, ist eine Sache, aber es muss wirklich aus den Orten initiiert sein. Und da muss ich jetzt sagen, ganz toll immer wieder, wenn Schüler sich engagieren. War sicherlich klar, dass wir da ein Thema aufgreifen, was aufgrund des Spruches, den uns Jeno Konrad hinterlassen hat, sehr stark ist, was aber natürlich auch aufgrund seiner Vita sehr stark ist. Der Ball flog sehr, sehr weit und vor allen Dingen muss man den 1. FC Nürnberg dafür loben, dass er diesen Ball par excellence aufgenommen hat. Ich kann mich an die Veranstaltung auch mit Evelyn Konrad erinnern und ja, ich sage, sie ist ohne Gleichen. Es ist für mich auch in 30 Jahren 1. FC Nürnberg die würdigste Veranstaltung, die dieser Verein, der ich beiwohnen durfte, die ich erlebt habe, außerhalb des Stadions. Ich habe wirklich eine unglaubliche Vorfreude, wenn Evelyn Konrad nochmal nach Nürnberg kommen würde. Ich glaube, da würde sich auf jeden Fall auch ein gewisser Kreis schließen. Also der 1. FC Nürnberg hier, großen Respekt, hat diesen Ball aufgenommen und hat ihn gespielt. Er hat ihn konsequent gespielt. Er hat den Jeno Konrad Cup ins Leben gerufen. Er hat was als U14 Jugendturnier angefangen hat, internationales Jugendturnier. Dann auch über die Pandemie hinaus als Jeno Konrad Cup 2.0. als Schulprojekt weiterentwickelt und da muss ich persönlich sagen, das haben wir als Gruppe und als Kurve nicht so richtig gut hinbekommen.